Ist die gesetzliche Rente wirklich noch sicher? Mein Name ist Peter Knöbbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, lange ist es her. In den 1980er Jahren hat der verstorbene und aber wirklich auch beliebte CDU-Politiker, der damalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, gesagt, die Rente ist sicher. Ein richtig berühmter Satz. Und damals, meine Damen und Herren, hielten die Menschen das ja auch tatsächlich für korrekt. Die Leute haben dieser Aussage absolut vertraut. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, gilt dieser Satz heute auch noch? Ist die Rente heute noch sicher? Und da sieht die Sache so nicht mehr ganz so eindeutig aus, denn das Meinungsforschungsinstitut INSA hat im Auftrag der Bild am Sonntag nämlich eine Umfrage gemacht und hat da rund 1050 Leute befragt. Und die kommen nämlich zu dem Ergebnis, über 70%, dass die deutsche Rente eben nicht mehr sicher ist, meine Damen und Herren. Und sie sich letzten Endes hier auf den Satz von Norbert Blüm nicht mehr, oder dass man sich auf den Satz von Norbert Blüm hier nicht mehr berufen kann und auch nicht mehr diese Aussage vertrauen kann. Die Mehrheit der Deutschen hält die gesetzliche Rente in der Tat nicht mehr für sicher, langfristig gesehen nicht mehr für sicher. 21% der Befragten halten die gesetzliche Rente für sicher, 7% haben keine Aussage zu diesem Thema getroffen. Was aber die Deutschen in der Befragung gesagt haben oder noch gesagt oder geantwortet haben, ist interessant. 83% der Befragten wünschen sich, dass Beamte, Politiker und Freiberufler in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Hingegen nur 8% der Befragten sich für eine Erhöhung des Renteneintrittsalters über das 67. Lebensjahr hinaus entscheiden würden. 53% der Meinungsgeber sind sogar der Meinung, dass das Renteneintrittsalter gesenkt werden müsse. Und 75% der Befragten sagten klipp und klar, dass die deutschen Renten viel zu niedrig sind. Ja, meine Damen und Herren, an alle Politikerinnen und Politiker, die dieses Video sich anschauen, bitte nehmt den Willen des deutschen Volkes schlicht und ergreifend ernst. Die Leute haben eine ganz klare Meinung zum Thema Rente. Erstens, die Rente ist nicht mehr sicher. Zweitens, wünschen sich, dass die Deutschen, die Mehrheit der Deutschen, alle Menschen in Deutschland, alle erwerbstätigen Menschen in Deutschland in die Rentenkasse einzahlen. Selbstständige Beamte, Politiker. Und ich fordere auch Politiker mit großem Beispiel voranzugehen und dort in den Laden endlich einzuzahlen. Nur so können wir Vertrauen und Sicherheit in der Bevölkerung herstellen, dass die gesetzliche Rente auch zukünftig ihre Aufgaben erfüllen kann. Denn dieses Vertrauen ist offensichtlich durch vielerlei Handeln der Politik und auch durch äußere Einflüsse, zum Beispiel von Lobbyisten, schwer erschüttert. Und deshalb kann ich nur sagen, an alle Politikerinnen und Politiker handeln, eine einheitliche Erwerbstätigenversicherung in der gesetzlichen Rente einführen und gleichzeitig auch in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und dann können wir möglicherweise viele Probleme, die jetzt auf uns zukommen, im Rahmen der Demografie auf uns zukommen, dann beenden. Also, die Deutschen halten die Rente für nicht mehr sicher. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.